Ein Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Modell und Bahn, Ihrem Magazin für Modell- und Eisenbahnen. Ja, heute habe ich das Vergnügen, Ihnen die Neuheit von NMJ aus der Reihe berühmte Eisenbahnwagen der NSB präsentieren zu können. Sie erinnern sich sicherlich, als Finmu strahlend uns diese Wagen vorab auf der Messe in Dortmund als Verkaufsmuster zeigen konnte. Ja, und diese Wagenserie ist in Dortmund schon auf sehr breites Interesse gestoßen. Jetzt kommen wir weiter zu dem nächsten Highlight. Und das ist ja wirklich neu. Du hast mir gesagt, dass du die Fix noch hier auf die Messe mitgebracht hast. D-Zugwagen aus Holz. Ja. Oder sagen wir mal so, in Holzverkleidung, wie sie früher ja gefahren sind. Wir haben auch hier auf der Anlage die Modelle mal hingestellt. So einen typischen Schnellzug, Eilzug oder was? Diese ist eine Periode von 54 bis 66 waren Ja. die so mit dieser grünen Lokomotive, und die Holzwagen waren besonders. Die kamen Ende 18. Jahrhundert, aber dieser Wagentyp wurde dann ab 1910 produziert, und die waren in Betrieb bis 1983, die Überleg Wagen. mal, wie alt die Wagen sind, ne? Und die sind mit allen anderen modernen Wagen zusammengelaufen, Ja. auch noch. Wollen wir hin. Was für Wagen sind denn hier eingereiht? Das ist eine zweite Klasse Wagen mit dem alten Dach, mit dem Aufbau. Ja, erinnert sehr an die bayerischen Schnellzugwagen. Genau, und die mit diesen Oberlichtfenstern Ja, auch. ja. Das kommt später einmal, dann machen wir Dann das. Das ist der gleiche Wagen, aber mit neuerer Version, mit also schon ein bisschen abgerundeten Dächern. modernisiert. Ab 1924 kamen es mit diesen Dächern. Okay. So, dann kommt ein Speise. Speisewagen. Ja, ich sehe es gerade. Es ist eine kombinierte Speise mit einem kleinen Speiseabteil und einem Personenwagen. Dritte, zweite Klasse, abhängig von Okay. Periode. Die Wagen haben alle Inneneinrichtung. Alles. Alle. Stühle. Dann haben wir noch einen Schlafwagen dran für die, die weiterfahren wollten. Ja, und der Schlafwagen ist dann überall in Norwegen gegangen und bis zu Kopenhagen. Ja. Das ist eine erste, zweite, dritte Klasse Okay, Schlafwagen. und der letzte Wagen ist dann sozusagen eine Art Packwagen mit Personenabteilen und. Personenwagen mit Gepäck und Ja. Kondukteurabteil. Okay, wenn auch mal. Gesetzlich war das notwendig mit so einem Schaffnerwagen. Okay. Gesetzlich war mit den Fachwerkschaften Der geregelt. Kondukteur. Ich musste eigene Wagen haben. Okay. Ich meine, es ist ja immerhin. Und, ja. Ja, der teuerste Wagen oder die minste. Die Beamten müssen geschont werden, die Ja, und brauchen auch. die am wenigsten Geld verdient haben, Ach diese so, okay. Wagen. Na, immerhin, da wäre ich doch Kondukteur geworden, da hätte Ja, ich wenigstens einen eigenen Wagen gehabt und wäre immer unterwegs gewesen. stimmt schon. Tja, und nun stehen Sie hier auf meinem Studiotisch und auch gleich das volle Programm. Insgesamt sind von dieser Serie 8 Wagen erhältlich. Also, ich muss Ihnen gestehen, es sind absolut Top-Wagen oder anders ausgedrückt, die sind der Hammer. Alle Wagen kommen als Topline-Plus-Modelle zum Händler. Das heißt, sie sind bereits mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgerüstet. Angenehm für Sie, denn dann brauchen Sie es nicht mehr tun. Was fällt als nächstes sofort auf? Die wunderschöne Teakholz-Nachbildung aller Wagen dieser Serie. Ja, und wenn wir ganz genau hinschauen, hat diese Teakholzverkleidung der Wagen auch schon Alterungsspuren. Die Bedruckung ist an allen Wagen trennscharf ausgeführt und entspricht exakt dem jeweiligen Betriebszustand. Weiterhin fallen auch die schönen Faltenbälge an den Wagenenden sofort auf. Und das Schöne ist, sie schließen nach dem Kuppeln der Wagen auch mit dem anderen Wagen bündig ab.
Die Wagen haben auch unterschiedliche Dachaufbauten, die teils noch mit Oberlichtaufbau versehen sind. Und dabei sind berücksichtigt alle spezifischen Lüftungselemente auf dem Dach der jeweiligen Wagen. Die Drehgestelle sind scharf graviert und auch sehr detailgetreu wiedergegeben. Berücksichtigt sind an allen Wagen auch die unterschiedlichen Ausführungen. So, kommen wir jetzt zu den Wagen selbst, die ich mir ausgesucht habe. Hier vor mir, Moment, ich hole ihn, mir steht mit der Artikelnummer 152201. Oh, Moment, jawohl. Das Modell der NSB eines kombinierten Personen- und Speisewagens vom Typ BEO 3A mit der Wagennummer 18139. Der Wagen hat eine komplette Inneneinrichtung mit Speiseabteil und einer Küche. Ja, und wenn man reinschaut, fehlt eigentlich nur noch das Personal und die Fahrgäste. Dazu noch ein kleiner Blick in die, ich würde jetzt mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte dieses Wagentyps. Insgesamt wurden von diesem Typ 5 Wagen von 1934 bis 1937 an die NSB geliefert. Die ersten 3 wurden 1934 aus dem CO3C Personenwagen mit Oberlichtdach umgebaut. Die beiden letzten wurden 1937 von der Firma Scavo gebaut und hatten bereits schon das modernere Runddach, so wie der hier. Die Wagen waren bis 1965 auf der Nordland, der Röhrross, der Sörland und der Bergenbahn im Einsatz und gingen dann in die Reserveflotte der NSB über. Der Wagen mit der Nummer 18140 wurde vom Technologischen Institut Norwegens für Ausbildungszwecke übernommen. Ja, und 1981 wurde er an die Norra Bergslags Veteran Järnvei in Norra, Schweden verkauft und 2006 an die Museumsbahn Gamle Fossebahnen von der Bergenbahn bei Bergen wieder zurückerworben. So, der nächste Wagen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist der Wagen mit der Artikelnummer 151202 und ist ein NSB-Schlafwagen vom Typ WLAB 1A, erste, zweite Klasse, mit der Wagennummer 115. So, nun steht er. Der Innenraum ist ebenfalls komplett nachgebildet mit 11 Abteilen. Davon sind sie unterteilt in 5x erste Klasse und 6x zweite Klasse. Ja, und auch hier etwas zur Geschichte des Wagens. Sie waren auf allen Hauptstrecken in Norwegen sowie im Verkehr von und nach Stockholm und Kopenhagen im Einsatz. Der letzte Wagen mit der Nummer 705 wurde am 4. Oktober 1967 ausgemustert. Der Wagen 705 wird vom norwegischen Eisenbahnmuseum in Hamar aufbewahrt. Also wer demnächst in Norwegen unterwegs ist und in der Nähe von Hamar ist, kann er diesen Wagen im Original sehen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Wagen 702 und 704 umgebaut. Die vorhandenen Abteile der dritten Klasse wurden entfernt und in einen Besprechungsraum sowie einer Küche für den deutschen Admiral in Norwegen und den Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe umgebaut. Ja, und dann habe ich hier den Wagen mit der Artikelnummer
151-201. Das ist der hier. Ja, wabbelt noch ein bisschen. So, da ist ein Bilde. Ja, das Modell des NSB-Schlafwagens vom Typ WLABO 1A, erste und zweite Klasse, mit der Wagennummer 705. Ja, dieser Wagen hat ebenfalls einen nachgebildeten Innenraum mit 11 Abteilen aufgeteilt in 5x1 und 6x zweite Klasse mit Betten und Inneneinrichtung und hat auch einen Seitengang entsprechend nachgebildet. Erwähnen möchte ich auch an dieser Stelle, dass die typische Wagenreihung dieser norwegischen Wagen aus folgenden Typen gebildet wurde, also von den Wagen, die ich hier stehen habe. Es ist ein WLA BBO 1A Schlafwagen, erste und zweite Klasse, ein CEO 3A BEO 3A kombinierter Speise- und Personenwagen, ein CO 3C BO 3C B22 Personenwagen zweite Klasse mit Rundendach, ein CFO 2C BFP 2C BF 32 kombinierter Personengepäck, Schaffner und Personenwagen. Soweit dazu. Ja, machen wir weiter. Ich habe ja noch mehr zu bieten. Also, jetzt habe ich noch Ihnen zu zeigen mit der Artikelnummer 156-201 hier eben diesen genannten kombinierten Reisezug, Gepäckwagen und Schaffnerwagen. Das ist ja typisch nordische Länder. Das hat man da sehr oft, dass diese Wagen auch heute noch kombiniert sind. So, es steht, er lief bei der NSB als BFO 2C, den eben genannten Typ 3, mit der Wagennummer 213 mit Oberlichtdach und seitlich angebrachten Grohe-Lüftern. Und auch zu diesem Wagen gibt es natürlich auch etwas Geschichte. Dieser NSB CFO 2C Wagen ab 1956 BFO 2C und ab 1970 BF 32 Typ 3 wurden von 1930 von der Firma Scabo in einer Serie von insgesamt vier Wagen gebaut und waren die letzten mit diesem typischen Holzaufbau. Die danach gebaut wurden, wurden dann schon entsprechend mit Stahlblech beplankt. Und diese Kombiwagen waren so aufgebaut, sie hatten alle einen seitlichen Gang für Fahrgäste, wie bei den normalen Abteilwagen, wie wir sie kennen, üblich. Und daher konnten sie auch trotz Gepäckabteil in der Mitte der Züge eingestellt werden. Der letzte BF 32 übrigens war bis 1985 im normalen Zugdienst im Einsatz und wurde dann dem norwegischen Eisenbahnverein übergeben. Ja, und wird seither in Museumszügen eingesetzt. Der erhaltene Wagen mit der Nummer 214 wurde am 8. Juni 82 an die Swindon at Cricklade Railway verkauft. So, und mit der Artikelnummer 153-201, das ist der hier, zeige ich Ihnen ein Modell des NSB BO3C Wagen, später in B22 umbenannt, mit der Wagennummer 645 als Reisezugwagen mit diesen runden Fletner Lüftern. Ja, und diese Personenwagen mit großen Fenstern boten natürlich eine gute Aussicht auf die schöne Landschaft Norwegens. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. Ja, und diese geräumigen Wagen mit der 2+2 Bestuhlung waren, so die Erwähnungen und die Überlieferungen dabei, bei den Reisenden seinerzeit sehr beliebt. Eingesetzt wurden diese Wagen zunächst auf den Hauptstrecken nach Bergen, Trondheim und Stavanger. Ja, und nach der Einführung der Wagen der Serie B7, auch die habe ich Ihnen schon mal vorgestellt, von 1983 bis 1985, wurde der letzte dieser Wagen hier 1983 ausgemustert.
nachdem viele von ihnen erstaunliche 70 Jahre im Einsatz waren. Donnerwetter, erstaunter Fachmann, würde ich sogar sagen. Ja, und die anderen Reisezugwagen erspare ich mir jetzt, ihn vorzustellen. Das ist analog dieser Wagen oder dieses Wagens, der hier steht. Die sind also im Wesentlichen identisch mit den von mir hier eben vorgestellten Reisezugwagen. Ja, aber eigentlich fehlt da noch was. Na klar, eine Zuglok muss zu diesen schönen Wagen her. Was wäre da nicht passender als diese DI3 der NSB? Bitte schön, hier ist sie. Ja, mit dieser Lok kann der Zug vorbildgerecht über die Modelllandschaft fahren und wird zum absoluten Hingucker. So, damit bin ich am Ende der Neuheitenvorstellung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spielspaß mit diesem schönen Wagenzug von NMJ. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bitte nicht vergessen, ich freue mich immer über ein Like sowie über ein Kanalabo, denn da sind Sie immer auf dem Laufenden. Und damit unterstützen Sie mich mit meiner Arbeit sehr. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.